Herzlich willkommen zur 44. Folge von Risen. Okay, was machen wir? Ich muss hier noch ein paar Ex-Menschen wegballern. Mein geiler Feuerball. Hier sind auch keine. Ist was? Nö. Da ist mit dem los. Okay. Der driftet einfach weiter im Kreis, okay. Da sind die Ex-Menschen. Ich dachte mir doch, irgendwo müssen doch nochmal Ex-Menschen sein, bestimmt hier. Was machen die da? Ah! Scheiß Grasopfer da. Sehr schön. Oh ja, Risen wird gezockt. Oh ja. Na, Bad Killer, was geht ab? Arbeitest du immer so lang? Oder bist du einfach immer so viel unterwegs, dass du erst einmal so spät kommst? Oder bist du einfach nur nachtaktiv? Wie wir. Alle drei, alles klar. Ah, gut. Ich bin Risen. Vielen Dank. Danke, danke. Ich spiele hier schon Risen. Es läuft. Ich töte langsam Gegner. Sterbe nicht mehr so oft. Leg mich nicht mehr so viel auf. Vielleicht was Neues? Nee. Ich dachte, vielleicht gibt es hier einen neuen Weg oder so. So eine eingeschlagene Mauer oder sowas. Wo die ganzen Viecher herkamen. Aber es sieht nicht so aus. Ich bin voller sexy Magier. Mit meinem Druidenstab und mit meinem komischen Eisenhelm. Den ich mir irgendwo gekauft habe bei irgendeinem Händler. Der total scheiße aussieht. Weil bringt mir plus 3 Rüstung.
Bin mal gespannt, ob am Strand unten irgendwas ist. Oder ob ich total umsonst darunter. Ah, da ist Wolf. Schwarzer Wolf sogar. Von Tour 3 Zimmer noch nicht, nee. Dumme schwarze Wölfe sind stärker als so komische Echsenmenschen. Lol. Ich schaffe es an den Viechern vorbeizuschießen, wenn die vor mir stehen. Ein Bett drin, das weiß ich nicht mehr. Ein Stuhl ist auf jeden Fall drin. Ah, ein Bett auch geil. Und Bettkiller, wie geht's bei dir? Bei Arma läuft's. Muss mir mal. Du streamst doch manchmal auch, oder? Ich muss dir mal voll laut da lassen. Vielleicht kann ich mal Arma bei dir sehen. Wenn du das streamen solltest, mal. War da unten was? Eigentlich nicht, oder? Aber ich gehe trotzdem mal. So ein geiles Spiel. So, wenn du Risen meinst, dann spielst du auch selber. Schnell installiert in 20 Minuten. Okay, wahrscheinlich in 10 oder in 5. Und dann hast du deinen Spaß. Danke für deinen Host. Vielen Dank. Ah, das ist ein Geier. Ball ich jetzt weg. Ich spiel gerade Arma. Wie lange dauert so eine Arma-Runde? Was ist das? Ist es ein Team Deathmatch oder Capture the Flag oder? Das ist so ein Spielmodus von Arma. Aha, da habe ich einen Knüppel vergessen. Ich spiele in einem Roleplay-Server. Okay. Jetzt ist es ja noch komplizierter. Wie läuft das dann ab? Wie macht man Roleplay in einem Shooter? Gibt es da irgendwie einen, der Kommandos gibt und du die ausführst oder wie?
Ha, Idiot. Bam. Okay, jetzt noch ein. Oh, ich dachte, ich treffe beide vielleicht. Sehr gut. Mach das Spielzeug platt. Vier Teleportsteine noch. Der Tempel hier rechts. Aber meine Leute leben immer noch. Okay, dann lass ich die mal weiterleben. Lauf da mal. Ah, da ist einer. Hungriger Wolf. Hey Rexhan, ich habe heute meine PS4 angemacht und da habe ich gesehen bei PlayStation Plus Bloodborne. Wie heißt das? Bloodborne? Du weißt, was ich meine. Verdammt, jetzt hast du mich doch erwischt. Du bist Vasili, einer von Romanovs Männern. Ja, verdammt, du hast mich nicht gesehen, ja? Wieso? Roman, ich will mir den Kopf abreißen, wenn er erfährt, dass du mich gesehen hast. Ich sollte mich unauffällig verhalten. Du solltest gar nicht merken, dass ich hier bin. Gib's umsonst. Sei mir das geholt. Was machst du hier draußen? Das wäre doch mal witzig, oder? Ich soll dich beobachten. Mein Boss will, dass alles glatt geht. Was soll das heißen? Er will, dass du den Kram für Patty erledigst, ohne dich dabei umzubringen. Was versprecht ihr euch davon, mich zu verfolgen? Du bist auf der Suche nach dem großen Schatz. Woher willst du das wissen? Jeder, der von Stahlbarts Schatz je gehört hat, weiß, dass Patty auf der Suche nach ihm ist. Und du bist oft genug mit Patty zusammen gesehen worden. Die Alte bleibt beim alten Friedhof am Westhang und du ziehst mit einer Schaufel über die Insel. Na, nur ein Idiot würde nicht sehen, was ihr beiden vorhabt. Na schön, ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Ich habe befürchtet, dass das jetzt kommt. Ich muss zur Westküste. Leih mir deine Kampfkraft. Na gut, wenn's sein muss. Aber wenn du deine Suche dort beendet hast, bin ich wieder weg. Klar? Komm mit. Geht klar. Habe ich Vasili nicht schon verprügelt? Oh. Ich muss sagen, ich habe die Souls-Reihe noch nicht gespielt. Ich habe mal Demon Souls kurz gespielt. Eine Stunde oder sowas. Das war schon ganz witzig eigentlich. Ich meine, ja, theoretisch können wir halt nur Rollenspiele spielen, aber mal was anderes zwischendurch wird auch mal ganz witzig, oder? Was sind wir da rollen? RPG-Kanal. Hallo? Bam! So muss man mit dem. Ich habe die Schnauze voll von diesen Monstern. Oh. So muss man mit den Viechern umgehen. Mich hat's geschmissen, hast du was gesagt? Ich habe gesagt, wie spielt man ein Roleplay-Game in einem Shooter? Das stell ich mir sehr kompliziert vor. Ist nicht zu holen.
Ja, aber was machst du? Das ist es nicht nur ein Shooter oder ist es irgendwie Open World, also dass es eine Stadt gibt und keine Ahnung, Fahrzeuge und weiß ich nicht was alles. Oder ist es einfach nur ein Schlachtfeld, wo es abgeht? Das ist so ein bisschen GTA-mäßig, weil GTA gibt es ja auch, glaube ich. Ich habe die Schnauze voll von diesem Monster. Feiert die Stadt, machen irgendwas, Polizeiaufträge und keine Ahnung, was für ein Scheiß. Das Vieh ist erledigt. Dazu brauchst du ja eine Open World eigentlich. Der dicke Vasili. Mir jetzt helfen. Zwar habe ich den mal verprügelt, aber jetzt ist er dran, mir zu helfen. Oh, da ist einer. Okay. Wir kriegen dich. Das hört sich schon anders an, natürlich. Viechern darf man nicht lange fackeln. Und was stellst du da? Was ist dein Charakter für eine Rolle? Was hast du dir ausgedacht? Und wieso habe? Pass auf jetzt! Bei den Viechern darf man nicht lange fackeln. Gut. Dann warte ich hier. Und weiter. Das Vieh ist erledigt. Ich habe die Schnauze voll von diesen Monstern. Schön. Du machst das, Vasili. Oh fuck, was ist das? Was ist das? Was ist das? Gut, dann warte ich hier. Hab jetzt genügend Stunden am Server zusammen, dass ich Medic und Polizist spielen kann. Und weiter. Gut. Dann warte ich hier. War da nicht der Burgherr gerade irgendwo? Du bist so vom Kriminellen zum Polizisten geworden. Wo ist denn der Scheiß? Bin ich blind oder blöd? Hier sind drei Scheiben.
Ich hoffe, der hat sich nicht in den Boden reingebackt jetzt. Seine Täter. Okay. Ist ja auch gut. Und nochmal. Mal von vorn. Abgebrochen. Der Dietrich ist hin. Mal von Scheiße. So. Skelett beschwören, okay. Zeitaufwendig halt. Naja, ist doch egal, es auch Spaß macht. Ich meine, Zocken ist allgemein zeitaufwendig. Vor allem Online-Spiele. Ich habe früher viel WoW gespielt, das war auch zeitaufwendig. Mittlerweile spiele ich nur noch wenig. Also phasenweise weniger, dann mal wieder ganz viel und dann wieder weniger. Wer sagt's denn? Du meinst, wir haben auch noch was offen? Es gibt ja jetzt Waffenskins, hast du schon gesehen? Es gibt jetzt Waffenskins in PUBG. Ich habe natürlich eine Kiste geöffnet. Ja. Es gibt jetzt Waffenskins aus einer Kiste. Du musst dich einloggen. Log dich ein, da kriegst du eine Ska-Waffenskin. Wir kriegen alle Leute zum einjährigen PUBG quasi. Wenn ich da jetzt runterhüpfe, komme ich da wieder hoch? Ich hoffe schon. Auf jeden Fall habe ich PUBG gespielt und da habe ich mir eine Kiste gekauft und habe für die allerbeste Waffenskin bekommen, was es gibt. Für die scheiß Armbrust. Das ist eigentlich die einzige Waffe, mit der ich noch nie einen getötet habe. Ach, Scheiße. Jetzt habe ich so einen Wurm gefressen. Wo bin ich jetzt hier eigentlich gelandet? Komme ich da jetzt wieder hoch? Abgebrochen. Der Dietrich ist hin. Geht doch. Schwertspitze, abgebrochen Spitze eines Zweihänders. Wenn ich den anderen finde, kann ich vielleicht neu spielen. Das Schwert Seelentrinker, okay. Waffenskunst. Echt? Joa. Ja, was müssen die ja machen? Ich find's ganz unterhaltsam. Ich weiß natürlich nicht, was es gibt. Von der Idee her fand ich es immer ganz witzig. Fand es ja bei der COD damals schon cool. Wenn du mal einen schicken Waffenskin hattest. Yeah.
Finde ich besser wie die komischen Skins von Fortnite. Das gefällt mir überhaupt nicht. Level up, jawohl. Das Level up, das hätten die schon dicker hinschreiben können. Was hier? Das wäre ein perfektes Versteck für eine Kiste zum Beispiel, oder? Wo was Schönes drin ist. Eine neue Stufe zu lernen, meinst du eine Stufe Feuerball? Sowieso. Sobald ich hier wieder weg bin. Habe ich diesen einen Burgkern eigentlich gelootet? Das weiß ich jetzt nicht. Ich lasse mir jetzt keine Ruhe, verdammt. Scheiße, wo kommst du her? Zurücklaufen, nachschauen. Wo ist diese zurück? Weil ich mich von diesem scheiß Wurm fressen lassen habe, aus Versehen. Jetzt gar nicht mehr, wo ich bin. Okay, Bad Killer, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bei dieser doofe Erkundungsdrang, den ich hierhin verbrachte. Aha, okay. Habe ich gerade mein Licht wiedergefunden? Komm gleich wieder. Ah, okay. Dann bis gleich. Boah. Werde ich es darüber schaffen? Jump! Leben, ja, ich kann Leben verloren, verdammte Scheiße.
Okay. Da bin ich wieder. Schauen wir mal, ob hier noch einer liegt. Ich sehe keine Leiche, aber... 5 Ringe. Weiß ja, minus 10. 5. 5, 5, 5. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jawohl, ich hab ihn. Ich hab ihn. Passt schon, passt schon. Und weiter. Ja. Petzack, mach mir Platz. Danke. Du hältst Wache, während ich schlafe. Okay. Dann würde ich sagen, wir beenden mal hier unsere Folge. Und wenn dir die Folge gefallen hat, lass mir noch ein Like und ein Abo da und schalte in der nächsten Folge wieder ein. Bis dahin, ciao.